Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu About the Blade Warband mit dem Warsword Conquest Mod. Ja, wir haben jetzt gerade eine imperiale Miliz gestellt und die zwingen wir mal zum Aufgeben. Die haben 65 Mann, wir haben 91. So, alle Mann mir hinterher. Alle Mann hier die Position halten. Schützen dann bitte hier die Position halten. Moment. So, lass mich mal vorbei. So, ich glaube, die erste Angriffswelle von denen wäre besiegt. Ritter, geht mal bitte beiseite. Ich möchte auch ein paar Kills. Und der gehört mir. Jo, niemand wird überleben. Ach, die haben sogar Zwerge im Dienst. Das ist dann halt eher ihr Pech. Und die Schlacht ist so gut wie gewonnen. Wir haben einen Verwundeten. Und wir nehmen 7 Geiseln mit. Und bekommen wieder ein paar Truppen zum Auffüllen. Sehr gut. Na dann, weiter. So, also als erstes nehmen wir mal bitte die ganzen Gefangenen mit. Dann müssen wir mal wieder zurück nach Karakirn. Dann schauen wir mal. Oh, ein Butler. Das sind Vampireinheiten. Oh, Vampire, die nehme ich auf jeden Fall mit mir mit. Die beiden Butler eventuell noch. Nehmen wir dich mit. Und Herald of Khorne. Nehme ich auch an mich. Und dann sind wir leider voll. Schade, denn ich hätte gerne noch mehr Leute zu mitnehmen. Ausrüstung, das finde ich gut. Ja, das meiste von den Zeug ist zwar Plunder, aber passt schon. Also dann wieder zurück nach Karakirn. Unterdessen können wir uns hier mal um unsere Level-Ups kümmern. So. Reiten hast du bereits auf 2. Bekommst du erstmal Stärke. Und Power Strike. Eins, eins. Halb, halb. Und wieder zurück. Na komm, ein bisschen schneller, wenn's geht. Was wurde bei Karakirn gesehen? Oh, 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 oh. Leute, den schnappen wir uns. Oh, ich bin Silver Madame. Frieden? Nö, wollen die nicht. Ich werde meine Truppen selbstverständlich selbst anführen. Wobei ich schon sagen muss, dass das Schlachtfeld nicht unbedingt gut gewählt war. Na komm, hier hoch. So, die Schützen halten hier bitte die Position. Es wird schwierig, von da was zu treffen.
Moment, schießen wir einfach mal auf diesen Blob hier. Die haben noch nichts getroffen. Wir wissen ganz genau, dass die noch Verstärkungen haben. Von daher sollten wir uns ein bisschen zurückhalten. Guck mal, die versuchen hier auf die Flanke hochzukommen. Die haben ihr Problem, nicht meins. Oh oh. Ich glaube, dort kippen die reihenweise um. Oder ist es bei uns? Und ist es bei denen? Mhm. Die sind nicht gerade besonders clever. Einfach aus allen Rohren feuern, Leute. Oh oh. Guck mal, die versammeln sich hier auf dem Berg. Leute, ich sehe nichts. Hey, ich habe es getroffen. So, Leute, Angriff. Ich gehe mal runter ins Tal. Hier oben möchte ich nicht kämpfen. Habe ich was getroffen? Ich glaube, ja. Na, kommt schon. Kalt mich nicht ein. Ich müsste mich mal... Ah, Ishii. Ich dachte schon. Neue Feinde sind eingetroffen. Die kommt von da. Was willst du denn mit diesem Riesenhammer? Und noch einer weniger. Na kommt, Kornritter, beschützt mich. Au. Das war ein richtig guter Treffer von dem. Ich muss mal hinter meine eigenen Linien zurück. So ist gut. Und in den Rücken. Ah, Segen von Sigma. Oh oh. Jawohl, der wäre weg. Noch einer weg. Nochmal neue Feinde eingetroffen. Nein! Leute, wie sieht's aus? Oh oh. Könnte ein bisschen knapp werden. Aber es sieht momentan zu unserem Vorteil aus. Oh ja, meine Chaos Warrior kommen mit deren ihren Bauern gut zurecht. Mhm. Wir führen noch richtig gut. Könnte mal sich jemand um diese Schützen hier kümmern? Na, guck mal, da ist unser Herald. Harald, mach sie platt. Oh, das war ein guter Schlag. Kann sich hier heute mal jemand um diesen Witch Hunter kümmern? Nur noch 12 Gegner. Und 49 Feinde zum Verkaufen. Das finde ich gut. Leider können wir nicht alle mitnehmen. Da wir noch ein paar Gefangene übrig haben.
Die wissen gar nicht, was sie getroffen hat. Also irgendwie tut mir das Empire schon leid, ne? Das mit dem Krieg erklären hätten sie sich zweimal überlegen sollen. Na kommt, der entkommt uns nicht. Finanzieren die hier einfach meinen Krieg mit ihren Truppen. Sehr schön. Das Problem ist, ich hätte erstmal in die Stadt zurückgehen müssen. Oh, nochmal zwei. Na dann. Alle Mann zum Angriff. Die kriegen wir. Koste es, was es wolle. Und beeilt euch mal ein bisschen. Wie sich das Schlachtfeld plötzlich verändert hat. Ah, da oben stehen die auf ihren Rössern. Ich glaube nicht, dass ich mich mit diesen Rittern anlegen sollte. Meine Truppen regeln das schon. Und das war's bereits. Sehr gut. Oh, Emmanuel konnte entkommen. Wirklich? Daran habe ich kein Interesse. Tak, da die Schwertmänner nehmen wir mit. Blunderbuss. Feierlocke. Scharfschützen. Blazing Sunlight. Tschekistischer Rekruten? Nein. Helbardiere? Veteran-Helbardiere? Handschützen? Greatswords? Oh, Reichsritter? Imperiale Schwertleute? Ritter vom Wolf? Und damit sind wir leider voll. Schade. Weg mit dem ganzen Müll hier. Gut, ich habe ja noch ein paar Helden, die als Infanterie tätig sind. Die können das ganze Zeug dann gerne haben. So, und dann schauen wir mal, dass wir noch ein bisschen wertvolles Zeug mitnehmen. Wow. Riesige Zweihänder. Warum kann ich das da nicht einfach rein switchen? Minus 2 Munition, plus 1 Munition. Dann müssen wir schon mal keine Munition mehr kaufen. Was ja auch nicht verkehrt ist. Also komm, und jetzt tauschen wir nochmal die wertvolle Ware gegen die wertlose Ware. Mhm. Damit sich das Ganze auch wirklich gelohnt hat. Karoburg, große Schuhe. Plus 24. Nun gut. Und ich habe ein Level up. Sehr gut. Also, erstmal mein Level up. Wo ist Inventarmanagement? Hier. Dann habe ich da mal 2 Punkte rein. Damit können wir 12 zusätzliche Slots mitschleppen. Wunderbar. So, Level Ups. Gib mir erstmal die Infanterie. Mhm. Kommst du so eine imperiale Muskete? Mit 115 Schaden. Hattest du Level Up? Nein. So. Du wirst auch Infanterist bleiben. Verdammt, hast du viel Müll dabei. Das geht ja mal gar nicht. Das Skavenschwert. Nun gut.
Wuduk, du hast bereits ein Gewehr? Du hast bereits eins? Wo sind denn meine ganzen anderen? Mhm. So. Und dann nimmst du von mir aus so einen Zweihänder? Nö, kannst du nicht führen. Naja, behältst erstmal einen Speer. Passt schon. Dann müssen wir uns nochmal Munition besorgen. Screets, Level up. Taktiken. Na komm, erstmal Körperkraft. Dann von mir aus noch Athletik. Auf Zweihandwaffen würde ich den Punkt eigentlich nicht setzen, ist jetzt aber auch egal. So, Womme. Bitte Körperkraft. Bisschen an der Schildtechnik arbeiten. Ja, du hast bereits eine Schusswaffe. Kedron. Moment, ich habe doch wieder so komische Hüte, oder? Oh, du könntest sogar so eine imperiale Rüstung anziehen. Plus 32. Plus 26. Plus 39. Plus 43. Gut. Eine vernünftige Schusswaffe bräuchtest du eventuell auch noch. Mm-mm. So, Skills. Seht das mal Körperkraft. Hitpoints. Du hast ja einen Bogen, also Archery. Und Einhandwaffen. Wildhacker. Du bist ein Bogenschütze. Erstmal hier mal zwei Punkte. Ingenieur kannst du mal einen Punkt mitnehmen. Ja, Power Draw. Das ist gut für Bögen. Und die ganzen Punkte mal in Bogenschießerei. Bei irgendeinem Helden was übersehen? Nein. Dann gibt es jetzt erstmal saftige Beförderungen. Sehr schön. Und das war's. Wunderbar. Schauen wir erstmal, ob wir noch rekrutieren können. Nein. Wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Moment. Taverne. Und dann verkaufen wir mal wieder. 408 für den. Oh. Eventuell sollte ich mir mal die ganzen Preisklassen aufschreiben, ne? Damit wir ungefähr wissen, für was wir was bekommen. Sehr schön. So. Marktplatz. Waffenhändler. Oh, eine Flintlock-Pistole. So, verkaufen jetzt erstmal das ganze Geschmarre hier. So. Dann nehmen wir nochmal das hier an uns. Und das da. Dann brauchen wir noch viermal Munition. Haben wir leider nur zweimal im Angebot. Macht nichts. So, wer bekommt jetzt die Schusswaffen? Du hast doch bereits ein Schussgerät, oder? Yep. Wo sind denn meine anderen?
Du hast doch bestimmt auch schon was. Genau. Wuduk hat bereits. Gulasch, der hat eine Armbrust. Gut, tauschen wir mal die Armbrust aus. Gegen etwas, was deutlich mehr Aua macht. So, du nimmst mal diese Muskete mit, du bist ja nämlich Infanterist. Genau, die Pistolen kommen weiter nach oben. Die Crossbow werden wir dann direkt mal verkaufen. Ich werde erstmal die Garnison managen. Harald hätte ich gerne dabei. Die Vampire geben wir mal ab. Oh, die Chosen werden immer weniger. Und die Chaos Knights auch. Das könnte auf Dauer ein Problem werden. So, auf zum Markt. Das und das verkaufen. So, meine Freunde, aber ich würde mal sagen, wie es weitergeht, erfahren wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.